Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und wie versprochen, heute wieder mit einem Mindset Talk. Der letzte kam richtig geil bei euch an und heute möchte ich aber gar nicht zu stark auf das Thema Mindset per se eingehen, sondern vielmehr eine Thematik besprechen, die, glaube ich, viele hier, also nicht nur mich damals oder immer noch, sondern auch viele Jugendliche hier täglich beschäftigt, und zwar der Sinn des Lebens oder wie man auf Englisch sagt, der Purpose. Gibt es überhaupt sowas wie den Purpose? Gibt es den Sinn des Lebens? Hat jeder die Möglichkeit, den Sinn des Lebens zu finden? Das sind Fragen, die, ich glaube, sich viele hier stellen und ich natürlich auch jetzt in den letzten 10 Jahren, wenn ich so zurückdenke, immer wieder hatte, diese Phasen, wo ich mich sehr leer gefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, alles, was ich mache, hat irgendwie nicht so wirklich einen tieferen Sinn. Und dann gibt es natürlich immer 2 Optionen. Man kann entweder sagen, hey, ich habe ihn noch nicht gefunden, ich bin optimistisch, ich glaube dran, ich werde auch irgendwann meinen Sinn finden, meinen Purpose finden, meine Leidenschaft entdecken und damit auch Leuten helfen. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, Sinn des Lebens, was ist das überhaupt? Das braucht man noch gar nicht. Das Sinn des Lebens ist was für Träumer und wir werden eh alle tot sein in 100 Jahren. Das ist so ein bisschen dieser nihilistische Ansatz. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, und das würde ich euch gerne jetzt hier vorstellen, ich denke, der ein oder andere kennt es schon, ist das Ikigai. Das ist ein japanisches Konzept. Und ich habe mir das vor 2 Jahren das erste Mal angeguckt und damals noch nicht zu 100% alles wirklich auch verstanden. Also es ging auch bei mir ein paar Stunden oder auch ein paar Tage, bis das Ganze mal so ein bisschen durchgesickert ist. Das heißt, ihr könnt nicht immer so eine Grafik anschauen und dann denken, ihr habt sie direkt verstanden, weil man muss sich manchmal auch selbst mal reflektieren und dieser Selbstreflexionsprozess, der dauert bei gewissen Leuten ein paar Stunden, Tage, Wochen und bei anderen sogar mehrere Jahre. Und deswegen habe ich gedacht, um euch das Ikigai mal ein bisschen näher zu bringen und euch auch ein bisschen zu zeigen, wie ihr es auf euch anwenden könnt, habe ich mir überlegt, ich zeige euch mal das Ikigai, wie ich es jetzt für mich analysiert habe, wie ich es auch auf mich angewendet habe und damit ihr auch so mal ein bisschen versteht, wie ihr es dann auch bei euch mal probieren könnt. Und nochmal zum Begriff Ikigai, das ist nämlich die Mitte, ihr werdet es jetzt hier dann gleich sehen. Das Ikigai bedeutet so viel wie Lebenssinn. So heißt es auf Japanisch, der Sinn des Lebens oder der Grund, wieso man am Leben ist. Ich persönlich, ich mag den Begriff zwar, ich verstehe, um was es geht, wenn man das so erwähnt, wenn man das so sagt, Purpose, oder? Aber man kann es theoretisch auch anders interpretieren, und zwar so ein bisschen als Sweet Spot, als Flow State. Vielleicht sagt der eine oder andere, hat das schon mal gehört oder hat das schon mal gefühlt, wenn man im Flow ist, wenn man so das Gefühl hat, alles, was man macht, ist gerade perfekt, das Universum spielt einem sozusagen alles zu. Alles ist irgendwie einfach so geschmeidiger und man hat einfach auch so ein besseres Gefühl. Das nenne ich so diesen Flow State. Und der entsteht meistens, wenn diese 4 Kreise, die ihr hier jetzt im Ikigai seht, zusammenführen. Und was sind die 4 Kreise? Ich zeige dir jetzt mal hier, erkläre dir jetzt mal hier. Wir haben erstens mal den ersten Kreis, Liebe. Was liebst du? Was machst du wirklich gerne? Das ist natürlich eine Frage, die man sich selbst hoffentlich schon mal gestellt hat und dann auch beantworten kann. Das heißt, es ist die erste Frage, was liebe ich wirklich? Und das geht dann Hand in Hand natürlich auch mit der 2. Frage, worin bin ich wirklich gut? Also eure Qualifikationen, eure Kompetenzen, was fällt euch besonders einfach? Wo habt ihr das Gefühl, ihr habt gegenüber anderen Leuten einen starken Vorteil? Ein Talent kann das auch sein. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man den 3. Kreis nicht außer Acht lässt, etwas, wofür man bezahlt werden kann. Das ist dort, wo viele Künstler zum Beispiel strugglen, die machen viele Sachen, die sie lieben, machen ihre Sache auch gut, aber die Frage ist, kannst du auch dafür bezahlt werden? Auch ein YouTuber zum Beispiel, der seine Sache liebt und gut kann, ist immer die Frage, wie gut wirst du für deinen Job bezahlt? Kannst du damit deinen Lebensunterhalt verdienen? Und der wichtigste Punkt, das ist nämlich der, der den ganzen Kreis auch schließt, ist, braucht mich die Welt dafür wirklich? Kann die Welt von mir profitieren? Und das ist eine Frage, die natürlich immer sehr individuell ist. Das heißt, ich selbst habe jetzt vielleicht nicht die gleiche Ansicht wie du, oder wenn du jetzt das Video guckst. Du hast vielleicht ein anderes Gefühl, wenn du zum Beispiel jemand, der zum Beispiel Brötchen backt, das könnte jetzt für dich so heißen, so ja, was hilft das der Welt? Aber für eine andere Person kann das schon richtig edler Job sein, oder? Weil der das Gefühl hat, hey, wegen mir kriegen jeden Morgen meine Dorfmitbewohner, die Leute, die ich kenne, die ich schon seit Jahren, die ich schon seit Jahren kenne, die kriegen jeden Tag das Brot von mir. Und das kann dann für so einen Bäcker
sein Purpose sein oder eben sein Ikigai, weil er es liebt, weil er es gut kann, weil er dafür bezahlt wird und weil er das Gefühl hat, die Welt braucht es. Und ich bin jetzt nochmal zurückgegangen so in meine letzten 10 Jahre und ich habe das für mich so ein bisschen wie folgt aufgeschlüsselt. Also, damals, das weiß der eine oder andere vielleicht, habe ich bei Swisscom gearbeitet, im Shop. Ich habe Handys verkauft. Das war so mein erster Job, in dem ich richtig gut war. Ich habe gemerkt, verkaufen liegt mir, Körpersprache, Tonalität, ich komme gut mit Leuten klar, es macht mir Spaß, auf Leute zuzugehen und das hat dann auch dazu geführt, dass ich natürlich verkauft habe. Das heißt, ich habe etwas gefunden, in was ich richtig gut war und ich wurde dafür bezahlt. Nicht wirklich gut, aber ich wurde dafür bezahlt. Aber das Problem war, ich habe es weder geliebt, noch hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich damit der Welt was Gutes tue. Das war damals noch nicht mal in meinem Kopf, dieser Gedanke, überhaupt was für die Welt zu tun. Da war ich noch viel zu jung, überhaupt daran zu denken. Deswegen ist das Ikigai jetzt auch nicht für jeden hier schon so relevant. Wenn ihr jetzt 20 seid und denkt, hey, ganz ehrlich, mir ist scheißegal, was ich der Welt momentan beisteuern kann, dann respektiere ich das, weil ganz ehrlich, ich war mit 20 auch nicht gerade der selbstbewussteste, also nicht selbstbewusst im Sinne von Selbstvertrauen, sondern ich war mir meiner Handlungen nicht immer bewusst und dem, was ich wirklich so gedacht habe. Aber anyway, ihr versteht, was ich hinaus will. Deswegen, und dadurch, dass ich natürlich was gefunden habe, was mich bezahlt, wo ich bezahlt wurde und auch was gefunden habe, wo ich gut drin war, konnte ich das auch meinen Beruf nennen. Und so seht ihr das auch im Ikigai. Das ist ein Beruf und das ist was Geiles. Jetzt ist es aber so, dass ein Beruf alleine dich nicht glücklich macht. Nicht auf lange Dauer. Es wird dir nie dieses tiefe Gefühl geben. Und lieben wirst du es wahrscheinlich auch nie. Mein Vater zum Beispiel, mit dem ich jetzt gerade in Costa Rica war vor einem Monat, der hat es leider nie geschafft, über diesen Beruf zu gehen. Also er hat nie wirklich was gefunden, was er wirklich liebt und hat aber auch nie wirklich das Gefühl gehabt, dass er damit der Welt was Gutes tut. Aber das Schöne ist, und das ist jetzt die Rettung für viele, die jetzt hier schon vielleicht denken, oh shit, ich bin ja noch weit entfernt von meinem Ikigai. Mein Vater hat dafür eine Familie, die er liebt und einen Sohn und damit auch eine Mission. Er will seinem Sohn das Beste. Er hat Kinder gekriegt, wie zum Beispiel mich, und hat dadurch so viel Stolz, weil ich jetzt was mache, was auch die Welt wieder bewegt, dass er in dem Moment vielleicht gar nicht zwingend der Typ sein muss, der jetzt auch noch die Welt krass verändert und irgendwie der Welt was zurückgibt. Weil er schon so viel gemacht hat und in seinen jungen Jahren auch mit 22 mich damals gekriegt hat, dass für ihn diesen Mindset jetzt gar nicht mehr so witzig, also gar nicht so wichtig ist. Und ich habe das zum Beispiel auch nie wirklich gesehen, bis ich mal wieder mit ihm geredet habe. Oder diese Rolle eines stolzen Vaters habe ich nie so wirklich gesehen, weil ich ja selbst kein Vater bin. Aber deswegen, ihr seht, das Ikigai ist wirklich auch darauf ausgelegt, dass man muss nicht diesen Traumberuf suchen, weil ganz ehrlich, wie viele Leute können wirklich sagen, dass sie ihren Traumberuf für immer gefunden haben? Eine Vision, das habe ich im letzten Video auch erklärt, die muss man zuerst mal für sich erläutern und finden und auch auf sich beziehen, aber die Visionen können sich auch wieder ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr das Ikigai als Orientierung nutzt. Ich mache jetzt ein weiteres Beispiel, was ist dann passiert? Ich habe angefangen zu trainieren, ich habe angefangen YouTube-Videos zu machen und irgendwann haben Leute meine Fitness-Videos geguckt. Und das habe ich geliebt. Ich mache es immer noch gerne. Ich liebe es immer noch, Leuten Sachen zu vermitteln. Und in dem Moment habe ich angefangen, eine weitere Komponente hinzuzufügen. Das heißt, ich habe etwas gefunden, wofür ich bezahlt wurde, besser als vorher. Ich war noch besser drin, weil auch sehr viele Leute meine Videos geguckt haben. Und gleichzeitig habe ich es geliebt. Und genau so ist dann eine unglaubliche Synergie entstanden. Das Einzige, was ich leider nicht hatte in diesem Moment, war das Gefühl, wirklich was auf der Welt zu verändern. Weil Bodybuilding schlussendlich immer noch ein sehr selbstsüchtiger Sport war, für mich damals, und ich jetzt nie irgendwie das Gefühl hatte, ja, nur weil jetzt ein paar Leute einen Bizeps haben oder ein Sixpack haben, dass mich das jetzt wirklich zutiefst erfüllt. Obwohl ich immer wieder Feedback gekriegt habe von meinen Followern, von Leuten, die Science Statics gekauft haben oder Lean Bulk System. Hey Misha, du hast mein Leben verändert. Obwohl es für andere Leute so eine tiefgründige Bedeutung hatte, habe ich es bei mir auf meiner Seite nicht so empfunden. Und das ist halt immer so eine Sache, darum sage ich, das ist eine ultimative Ansichtssache. Das ist ganz wichtig, das ist hier wirklich, ich versuche hier so individuell wie möglich das Ganze zu erklären, dass ihr versteht, dass es hier nicht ein richtig oder falsch gibt. Und das gibt dann auch wieder diese Befriedigung zwar, die ich hatte, aber immer noch so ein bisschen das Gefühl von Nutzlosigkeit. Und ich kann mich gut erinnern, als das richtig omnipräsent wurde, das war nämlich in meiner Wettkampf-Diät 2016, als ich den ersten Wettkampf gewonnen habe,
mit ein paar Leuten auf der Bühne gestanden bin, die noch nicht mal 4 Jahre trainiert haben, und ich habe dort einfach 16 Wochen investiert und habe dann diesen Pokal gekriegt, den ich gar nicht irgendwie verdient habe in meinem eigenen Ermessen, weil ich ja gar keine richtigen Gegner hatte. Und ich war dann in Vegas mit Patrick und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann einfach so gesagt habe, Bro, wieso machen wir das eigentlich? Bodybuilding ist ja eigentlich so voll der assi-egoistische Sport. Wieso machen wir das eigentlich? Wieso tun wir das eigentlich? Und ja, Mann, das war eine ziemlich, ziemlich krasse Phase. Ich musste mich dann auch wirklich selbst wieder überwinden, weiterzumachen, weil ich ja noch einen Wettkampf vor mir hatte. Und weil, als ich dann den Wettkampf auch gewonnen habe, also ich bin dann wieder in den Tunnel rein, was mir sehr schwer ging, weil ich jetzt im Moment so ein bisschen die Wichtigkeit dieses Sports verloren habe. Ich habe so ein bisschen den Grund verloren, wieso ich überhaupt Bodybuilding mache für den Moment. Und wenn man sich die Wichtigkeit nimmt, dann verliert man natürlich auch diese Liebe und auch so ein bisschen diesen Grund, wieso man etwas macht. Und das kann dann dazu führen, dass man eben sehr schnell auch wieder depressiv wird, weil man seine Leidenschaft nicht mehr lebt. Und in diesem Moment war das sehr hart. Und wie gesagt, Wichtigkeit, das kann jeder selbst definieren. Es gibt zum Beispiel hier in Kapstadt einen Typ, der parkt die Leute ein seit 20 Jahren. Und der macht dann immer so kleine Jokes und tanzt noch ein bisschen rum. Und der Typ ist circa 60 oder 65. Aber der Typ macht das mit so einer Wichtigkeit. Also der Typ denkt, dass das, was er macht, so wichtig ist, dass er Spaß dabei hat. Andere würden sagen, hey, der macht das seit 20 Jahren hier. Der parkt seit 20 Jahren Leute ein auf dem Parkplatz. Das kann doch nicht sein Traumberuf sein. Aber der hat eine Methode gefunden, wie er das eben schafft. Und das ist sehr eindrücklich. Und bei mir war das dann so, dass ich nach dem Wettkampf auch zum ersten Mal eine richtige Low-Phase hatte, also eine Durststrecke von Motivation, zum ersten Mal in meinem Leben, ist mir damals passiert. Und als ich dann nach Südamerika gegangen bin, die Mushroom-Story, die Hippie-Story durchgemacht habe, da habe ich dann zum ersten Mal wieder eine höhere, ja, so ein Call, ein Wake-up-Call gespürt. Also so ein Call, hey Misha, Bodybuilding ist schön und gut, du hast jetzt alles gerissen, du hast jetzt alles gemacht, du hast jetzt alles erreicht, was du wolltest, deine selbstsüchtigen Ziele wurden erreicht, aber jetzt, Mann, mach mal noch was für die anderen, so richtig. Und zwar nicht was, das eben, wie gesagt, ich habe ja damals auch Leuten geholfen, krasse Muskeln zu bauen, ich habe auch damals schon Mindset-Talks gemacht, aber es hat sich einfach für mich nicht so richtig angefühlt. Und dann, ein paar Monate später, bin ich auf Chainless Life gekommen. Und Chainless Life war für mich so, verdammt, das ist so ein krasses Projekt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit auf YouTube wirklich das rüberbringen kann, was ich will. Und deswegen habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Deswegen habe ich angefangen, den Podcast zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, da geht noch mehr. Und genau weil ich das jetzt mache momentan, mit dem Reisen, mit den Leuten zusammenleben, mit denen ich am liebsten zusammen meine Zeit verbringe, jetzt erst habe ich so wirklich meinen Sweet Spot gefunden, meinen Ikigai. Erst jetzt habe ich das Gefühl, ich mache wirklich etwas, was die Welt nachhaltig verbessert. Auch durch den Veganismus natürlich ein bisschen, auch wenn ich das mittlerweile auch wieder schon ein bisschen differenzierter sehe, weil ich das Gefühl habe, in 20 Jahren gibt es das Wort vegan vielleicht nicht mehr so, wie man das heute kennt, weil die meisten tierischen Produkte eh künstlich hergestellt werden und dafür keine Tiere mehr getötet werden, und dann ist es auch umwelttechnisch nicht mehr so ein Problem, und dann ist es wieder eine Frage, hey, isst du Fleisch oder nicht, ist es gesund oder nicht, das ist dann schlussendlich wieder jedem selbst überlassen, was er darüber denkt. Aber man macht auf jeden Fall dann nichts Schlimmes mehr für die Umwelt. Und momentan habe ich so das Gefühl, dadurch, dass ich auch mich vegan ernähre, auch schon mindestens ein paar tausend Leute dazu gebracht habe, sich auch vegan zu ernähren, tue ich auch was Gutes für die Welt. Und so bin ich momentan in meinem Ikigai. Das ist auch der Grund, wieso ich seit ein paar Jahren oder sagen wir es in den letzten 2 Jahren so ausgeglichen auf euch wirke, wieso es mir so gut geht, wieso ich auch immer lache, wieso ich mich nicht mehr so ernst nehme, wenn ich alles immer so negativ sehe und pessimistisch. Ich habe einfach ein gutes Gefühl, ich bin im Flow mit mir selbst. Und ich bin im Reinen mit mir selbst auch. Und das ist so dieser Punkt, wo ihr hinkommt, wenn ihr euch anfängt, selbst zu reflektieren. Ich mache jetzt nochmal ein Beispiel, damit ihr mal seht, wie es noch bei anderen Leuten aussehen kann. Sagen wir mal, ihr seid in Kolumbien, euch geht langsam das Geld aus, ihr seid im Reisen, macht den Chainless Life vor, wie ich oder wie andere Leute aus der Gruppe für Querdenker. Facebook-Gruppe ist übrigens in der Beschreibung, wenn ihr Reisetipps braucht oder euch im Allgemeinen mit Leuten austauschen wollt, die so ein bisschen denselben Lifestyle leben. Und euch geht das Geld aus und ihr habt dann, guckt mal, so was gibt es für Arbeit, und ihr seht dann, hey, da geht es eine Schule, die braucht noch jemand, der Deutsch unterrichtet. Und ihr könnt natürlich Deutsch als Muttersprache, habt aber nie Deutsch gelernt und werdet dann dafür bezahlt, kriegt ein bisschen Geld und es macht euch sogar Spaß, oder? Geil. Und ihr habt das Gefühl, hey, ich bringe hier Kinder was bei, ich mache es zwar für die Welt, aber ihr werdet dann immer so das Gefühl haben, hey, die Kompetenz
Ihr werdet immer merken, dass euch die Kompetenz fehlt. Oder? So wie es auch immer wichtig ist, dass man in einer Sache sehr gut wird. Aber das ist ein anderes Video, das bringe ich da ein anderes Mal, die Mastery zu erreichen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben für ein Mastery-Video. Und dann erkläre ich euch, wie ich dazu stehe, wieso jeder hier in irgendeiner Form Weltklasse werden sollte und was die Vorteile sind, wenn man in irgendeiner Disziplin Weltklasse erreicht hat. Daumen nach oben für Mastery. Bei 1500 Likes mache ich das Video. Aber anyway, nochmal zurück. Dann habt ihr eben irgendwann dieses Gefühl von so ein bisschen Inkompetenz. Und dasselbe ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Mission habt, oder? Wenn wir jetzt mal auf die Grafik gucken, dann seht ihr Mission. Eine Mission ist jemand, der macht was, was die Welt braucht und etwas, was sie liebt. Eine Person, die zum Beispiel in Namibia oder in Angola irgendwo Leuten Essen serviert oder Kinder unterrichtet, ohne aber Geld dafür zu bekommen. Und vielleicht auch nicht wirklich so einen krassen Skillset hat. Das ist dann eine Person, die macht etwas als Mission. Und so könnt ihr das Ikigai auch immer wieder zusammensetzen. Ihr habt jemand, wenn ihr etwas habt, wo ihr gut drin seid und wo ihr liebt, dann habt ihr erst eine Passion. Das ist schon sehr viel wert. Wenn ihr eine Passion habt, seid ihr in meinen Augen schon näher am Optimum dran, als wenn ihr nur einen Beruf habt. Weil Geld ist schön und gut, das müssen wir alle verdienen. Aber eine Passion zu finden, das ist das, was die wenigsten schaffen. Eine Person, die eine Passion gefunden hat, wird immer einen Job finden, mit dem sie ihr Geld nicht zusätzlich verdienen kann. Aber eine Person, die einen Beruf hat, hat noch lange ihre Passion nicht gefunden. Weil Leute ohne Passion, die in einem Beruf stecken, sind meistens die Leute, die gar nicht erst in der Lage sind, Passion oder wie ich sage immer Englisch, Leidenschaften zu finden, zu entwickeln. Weil eine Leidenschaft, die ist nicht einfach mal so da, die kommt nicht einfach mal so, hey, ha, hier bin ich. Nein, eine Passion, für eine Leidenschaft muss man sich öffnen, man muss Raum haben, man muss sich ein bisschen auch frei fühlen können, man muss auch ein bisschen Kapazität haben. Und wenn man natürlich die ganze Zeit von anderen außen stehenden Faktoren abgelenkt wird, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, eine Leidenschaft wirklich zukommen zu lassen. Selbst wenn sie da ist, vor euren Augen, sagt ihr dann vielleicht, ja, ist schön und gut, aber keine Zeit oder hat noch andere Sachen zu tun. Und genau so, bam, 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 schießen die ganzen Opportunities vor euren Augen davon. Und irgendwann seid ihr 55 und es ist zu spät vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es ist eigentlich nie zu spät. Sorry, will ich nicht sagen. Aber ihr versteht, was ich meine. Deswegen versucht euch auch regelmäßig aus dem Hamsterrad, um es jetzt mal so plakativ zu sagen, rauszunehmen. Deswegen sage ich auch immer allen, geht mal raus aus der Komfortzone, reißt mal ein bisschen rum. Deswegen auch the chain is life. Break the chains, oder? Löst euch von den Ketten und dort werdet ihr plötzlich merken, hey, da geht noch so viel. Da haben wir auch einen geilen Podcast mit Nils gemacht. Wieso du nicht viel Geld brauchst, um zu reisen. Sehr empfehlenswert. Podcast ist auch unten in der Beschreibung. Und übrigens kann jetzt auch jeder, der den Podcast feiert, ihn unterstützen, weil ich werde ihn zu 100% werbefrei halten. Aber wie gesagt, alles unten in der Beschreibung, wenn es euch interessiert. Und genau, das ist ein bisschen die Message für heute. Nicht nur Mindset ist wichtig, sondern eben auch dieses ins Handeln kommen. Oder? Ich habe mein Buch in drei Teile unterteilt. Chain des Denken, Chain des Handeln, Chain des Leben. Und das ist so gerade der Teil, den ich momentan schreibe, Chain des Handeln. Da ist das Ikigai auch drin. Da beschreibe ich die Sachen, die ich jetzt hier so im Video ein bisschen erläutert habe auch. Deswegen hat es mich gerade so ein bisschen gekitzelt, euch das jetzt beizubringen. Weil ich finde, das ist so eine geile Lektion. Die hat mir so viel gebracht und die kann euch so viel bringen, wenn ihr es euch nicht nur anschaut und denkt, ja geil, cool, sondern macht euch mal Gedanken. Schreibt mal auf, in was bin ich gut? Was macht mir Spaß? Wo könnte ich die Welt zu einem Stückchen besser machen? In eurem Ermessen, nur in deinem verdammten Ermessen. Weil wir haben es im letzten Vlog oder im letzten Video gesagt, das authentische Ich, das ist immer das, was du selbst siehst. Und yo, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen oder euch, dieses Video. Weitere Mindset-Talks folgen. Ich habe richtig Bock gekriegt, euch diesen Content hier zu vermitteln und nicht nur Vlogs zu machen. Ich habe auch einen Vlog abgedreht und selbst geschnitten. Der kommt auch in ein paar Tagen online. Da seht ihr dann auch, wieso Marcel wieder Arbeit hat. Und yo, wie gesagt, Support, Leute, wenn ihr solche Videos feiert, lasst es mich wissen, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Daumen nach oben und bei 1500 Daumen gibt es dann auch das Mastery-Video. Das ist auch ein richtig geiles Buch, das habe ich schon vor einer langen Zeit gelesen. Ich denke, die Leute, die es noch nicht gelesen haben, die würden sich über so ein Video auf jeden Fall auch freuen können. Yes, besten Dank fürs Zuschauen. Checkt die Links in der Beschreibung für mehr Infos zu The Chain is Life. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Peace out.